Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sind jetzt wieder mal auf dem Weg zu meiner meistgehassten Insel bisher. Hier, die Großbäreninsel. Okay, ich wollte schon sagen, ist mir jetzt das Spiel abgeschmiert. Nee, aber die CPU ist wieder abkacken gewesen. Ist die da schon da hinten? Boah, ich will... Ja, das ist sie schon. Ich will das mal von hier oben sehen. Ah, komm, ich will hier hoch. Das ist sie schon. Die CPU ist abgekackt, weil ich zur Insel gekommen bin. Weil das die große Insel ist. Komm, ich will jetzt hier runter. So. Ja, das ist sie schon. Nice. Müssen wir mal gleich schauen, wo wir wieder anlegen. Irgendwo, wo es Sinn macht. Na, ich würde sagen, vielleicht diesmal fahren wir links rum. Links rum, habe ich gesagt, und wir fahren rechts. Wie viele Planken haben wir noch, in, also Treibstoff, in den Motoren? Das müssen wir auch einmal prüfen. Ah, okay. Diese noch gut gefüllt. Der hier ist fast leer. Aber wir müssen beide gleich auch noch ausschalten, sobald wir dran sind. Komm, wir fahren noch ein bisschen weiter rechts rum. So. Und suchen uns da eine schöne Anlegestelle. Und ich hoffe, wir finden dieses Mal da wirklich bessere Möglichkeiten, den Bären da außer Gefecht zu setzen. Sage ich jetzt mal so. Den einen auf jeden Fall. Vielleicht brauchen wir auch bessere Muni einfach. Die Batterie ist schon wirklich fast leer, da ist schon rot. Ja. Der hält nicht mehr lange aus. Jo. Wie das jetzt am Ruckeln ist. Liegt tatsächlich an der Insel, glaube ich. Wir haben bisher aber auch noch nicht geschafft, großartig weit zu kommen auf dieser Insel, sagen wir so. Ah, die Motoren werden gleich aber auch schon leer gehen. Alter, aber es ruckelt. Ruckel, ruckel, ruckel. Da haben wir noch einen Eingang, noch eine Höhle. Ich würde sagen, wir parken gleich da vorne. So. Noch ein bisschen. Also, ich wollte schon sagen, warum geht es nicht weiter? Erster Motor ist schon leer. Okay. Ein kleines bisschen. Dann gehen wir runter. Und schalten den Motor aus. Hier werden wir keine Axt brauchen, das weiß ich. Sondern eher Waffen. Genau. Hier runter. Jetzt müsste es nur noch der hier sein, der läuft. So, Motor abstellen. Anker werfen. Den schalten wir auch ab.
Oh, wir haben wieder Farbe. Nice. Können wir noch einmal ganz kurz färben. Hier das alles einsammeln. Bevor wir drauf auf die Insel gehen. Einmal kurz den Boden streichen. Hier hatte ja noch einer gefehlt. Und dann machen wir... Warte, wir können das hier noch eben schnell fertig machen. So. Perfekt. Achso, wollte schon sagen, warum kann ich nicht trinken? So, das nehmen wir mit. Tun dafür das da rein. Die nehmen wir mit. Packen wir dahin. Das nehmen wir mit. Du bleibst weg. Das lagern wir hier ein. Das lagern wir hier ein, weil wir das nicht brauchen werden. Werden wir das brauchen? Ich glaube nicht. So. Den Rest können wir eigentlich im Grunde zum Verwerten hier lassen. Außer die Planken. Die Planken tun wir hier hin. Seil noch hier rein. Das können wir jetzt dahin packen. Wo ist denn das Teil zum Verwerten nochmal? Hier war der, ne? So, dann noch einmal das hier auffüllen. Machen wir beide voll. Komm. Beide voll mit Trinkwasser. So flüssig. So. Einmal kurz abwarten, dann können wir jetzt eben noch schnell essen. So, wir nehmen das mit. Das nehmen wir komplett mit. Werden wir alles brauchen, um unsere Gesundheit irgendwie voll zu kriegen. Und die Pilze erstmal jetzt schon. Muss ich noch irgendwas bedenken? Bevor wir da hingehen. Und die können wir auch schon mal. So. Machen wir schon mal. Einfach ein bisschen vorbereiten. Wie weit ist denn jetzt das Wasser oben? Perfekt. Noch einen Bogen, würde ich sagen, noch eventuell bauen. Ah, wir haben keine Planken. Hätte ich jetzt nicht die beiden Wände da gebaut, ne? Egal, wir gehen jetzt dahin. Okay, Boris ist nicht hinter uns her. Und hoffen wir mal, dass wir das dieses Mal überstehen. Vor allem, es wird jetzt auch wieder dunkel. Das heißt, die Bären sind für uns jetzt ein bisschen schwieriger zu erkennen. Da haben wir schon mal einen. Nutze 5 Wildbären. Ah! So hätten wir das machen sollen. Okay. Bauplan? Was war das? Machete? Halte die Taste zum Aufnehmen von Kiste gedrückt. Ich sehe aber gar nichts gerade.
Mehr ist hier nicht. Weiter kommen wir hier nicht. Der große Bär ist da hinten beschäftigt. Okay, einen neuen Bauplan auf jeden Fall. Für eine Machete. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir sonst noch alles eigentlich hin? Also hier auf der Insel meine ich jetzt. Was haben wir vergessen? Was haben wir übersehen? Die ist ja schon riesig. Da wollen wir ja noch hoch irgendwie. Was gibt es hier noch so zu entdecken? Wir müssen ja hier noch einiges finden. Wir haben eine Machete. Die beiden tauschen mal. Okay. Öste, kann ich noch lesen? Oder Öst? Keine Ahnung. Aber wir haben jetzt eine Machete. Moment mal, wir hatten ja hier irgendwo etwas gehabt, wo wir mit einer Machete durch mussten. Daran erinnere ich mich. Das müssen wir jetzt wiederfinden. Ja, hier durch, keine gute Idee. Ah. Vor allem, wir können da unten jetzt nichts sehen. Da ist der Mond, das heißt, halbe Nacht schon um. Der Bär ist beschäftigt. Wir gehen erstmal hier lang, da ist ja noch ein Bär. Ich habe aber wenig Lust, gegen Bären zu kämpfen. Gerade. Weil ich jetzt eher mit der Story hier weiterkommen will. Der hat uns schon im Visier, ne? Verdammt. Ne, doch nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Wo war das nochmal, wo wir mit der Machete durch müssen? Ah, und die Dinger müssen wir auch noch sammeln. Wildbären. Ah, okay. Die Wildbären waren dafür da, um abzulenken. Oh, Ruckel wegen Speichern. Das ist jetzt nicht die Seite, wo unser Schiff steht. Okay, die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Die Insel ist so riesig. Alter, falle ich hier einfach runter. Und da springt das kleine Ding. Ah, hier haben wir endlich das Schild gefunden. Ranger Station. Wir gehen erstmal dahin. Da haben wir noch einen Bären. Die Machete will ich jetzt dafür nicht... ...nicht verlieren. So, hier haben wir schon gelootet. Komm, können wir hier hoch? Steckt fest, ne? Nee, bitte nicht. Oh.
Black Spear. Ich habe keine Zeit für dich. Wo bist du denn? Boah. Alter Bär. Hör auf. Autsch. Wie, es lebt noch. Alter. Nee. Ja, jetzt hau ab, genau. Bitte. Boah. Okay, immerhin, jetzt Gesundheit geht ein bisschen wieder hoch. Langsam, aber sicher. So, hier haben wir jetzt jede Menge Plastik. Stimmt, hier waren wir. Letztens schon. So. Achso, das ist nur Plastik. Kunststoff. Benutzen. Okay, die Dinger mussten wir machen. Alle Relaisstationen. Muss man erstmal drauf kommen. Was sollen wir hier oben machen? Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal zu den anderen Relaisstationen und wir müssen erstmal was trinken und essen. Und da ist die Ranger Station. Genau, da kam doch. Hier können wir können hier jetzt rein. Benötigt eine Glühbirne. Und hier haben wir Biokraftstoffraffinerie aufnehmen. Die hatten wir doch, oder? Hier benötigt ein Brunos Schraubenschlüssel, Brunos Hammer, Brunos Sägeblatt. Stimmt, da war ja was. Und wer zum Heck war nochmal Bruno? Und haben wir dann alles, was wir hier brauchen? Mechanisches Teil, Aufnahmegerät. Und Wildbären. Okay, dann heißt das erstmal, die anderen Stationen auffinden. Vielleicht hat sich da irgendwas getan, dass wir jetzt dahin können. Ich finde das aber doof, dass der Bär das hier überleben konnte. So, wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's nur bergab. Boah, aber ich feiere das, dass wir das mit dem einen Bären, mit dem großen, endlich hingekriegt haben. Dass wir nicht gegen den kämpfen mussten, sondern einfach nur ablenken. Das Ablenken gereicht hat. Oh, nicht runterfallen. Da haben wir wieder einen Bären. Aber wir müssen hier runter. Ich glaube, gegen den einen Bären haben wir zu kämpfen. Ich hatte kurz gesagt, es wäre auch wieder ein Bär.
Ja, komm. Sagt der. Der sagt, wir müssen da lang. Okay. Der hat mich jetzt hoffentlich nicht gesehen. Der hat mich jetzt nicht gesehen. Das wäre jetzt der Weg gewesen, glaube ich. Dass wir dann hier lang müssen. Und da müssen wir auch noch irgendwie hoch. Ach ne, das... Das hier kenne ich noch gar nicht. Den Bereich kenne ich wirklich noch nicht. Oh, wieder Wildbären. Da werden wir öfters mal gebrauchen. Also gebrauchen. Da ist wieder eine Höhle. Im Wasser. Oh, lass mal kurz dahin. Hier wird uns Boris bestimmt nicht angreifen. Ah, okay. Wo geht's denn hier hin? Raus. Toll. Wirklich, wirklich toll. Super. Wow. Das freut mich. Kann man von hier aus sehen, was da gibt's? Nö. Ah, okay. Und das ist die... Alles klar. So, einmal aber die Baupläne würde ich gerne hierhin vielleicht sortieren. Ananas. Die werden wir alle hier noch gebrauchen. Hier nochmal hoch. Dann gehen wir hier lang. Vielleicht können wir damit schon irgendwas anfangen. So, Station 6 und 4 ist da lang. Die Wege gehen wir auch noch gleich, irgendwann. Ah, warte, da. Okay. Ist das ein normaler Bär oder so ein großer? Schnell weg von den Bären. Ach, ist wieder die Höhle. Nee, das ist ein anderer Bär. Das ist jetzt keiner zum Ablenken, sondern einer zum Bekämpfen. Oder? Ja, ist ein anderer Bär. Okay, hier oben ignoriert er mich. Ich hoffe, der ist gleich weit genug weg, dass ich abhauen kann. Dass er mich jetzt ignoriert. Was sagt das hier? Wo muss ich hin? Hier lang. So, dann schnell hier nach oben. Na, das wäre lustig gewesen.
So, die Frage ist nur, was müssen wir dafür machen? Ich hoffe, ich verbrate jetzt nicht meine Pfeile umsonst. Das war's? Das musste ich machen? Dafür war ich letztens zu blöd, um das hier noch zu raffen. Okay. Ja, ich habe es heute einfach jetzt erstmal nur ausprobiert. Und dafür war ich jetzt wirklich zu blöd. Ich glaub's nicht. Naja, egal. Immerhin sind wir jetzt hier. Mal schauen, was wir hier finden, was wir machen können. Ich will erstmal außen rum gucken. Hier noch mehr von den Dingern. Vielleicht finden wir hier noch. Ah, da drin habe ich schon gesehen. Und Treibstoffrohr. Nice. Und Hinweis. Okay, den muss ich wahrscheinlich selber lesen. Okay, hier gefährlich. Balboa. Do not lose. Zweimal da, viermal da, sechsmal hier. Okay. So. Den haben wir jetzt auch gemacht. Was haben wir hier? Hinweis. The kids are fighting. Oh, Astrid would have known how to make them stop. I found her wrench out by the clearing. I've been calling out on the radio. Please, I just want to talk, sis. Miranda is screaming outside. Okay. Aber immerhin haben wir den hier jetzt auch noch geschafft. Das heißt, eine Relaisstation müssen wir noch machen. Und wir haben Brunos Hammer. Immerhin. Aber ich würde sagen, zur letzten Relaisstation gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.